eine Sekunde lang nicht aufgepasst und schon ist es passiert. Der Schuh deines Besuches ist zerkaut, das Handy deiner Schwester mit der Rute vom Tisch gewischt. Auch der besterzogenste Hund kann einmal einen Schaden verursachen. Die Rechtsprechung kennt hier keine Ausnahme. Der Halter muss für alle Schäden haften, die der Vierbeiner verursacht. Ob durch Fehlverhalten oder Unachtsamkeit ist erst einmal nicht wichtig. Solange es nur um die angeknabberten Schuhe des eigenen Besuchs geht, mag dies unproblematisch sein. Problematisch wird es dann, wenn der Hund einen Verkehrsunfall verursacht oder einen Menschen schwer verletzt. Der Schaden kann den Halter schnell in den Ruin treiben. Deshalb verraten wir dir in diesem Video, wie du dich davor schützen kannst. Entgegen der Erwartungen vieler Hundehalter greift die private Haftpflichtversicherung in diesen Fällen nämlich nicht. Eine spezielle Hundehaftpflichtversicherung kann hier Abhilfe schaffen. In einigen Bundesländern ist sie sogar vorgeschrieben. Sie deckt aber nicht zwangsläufig alle Risiken ab. Bei der Wahl des optimalen Versicherungsschutzes solltest du daher einiges beachten. Nummer 1. Deckungssumme. Sie sollte nicht zu niedrig angesetzt sein, da du als Halter für alle Kosten, die die Deckungssumme überstreiten, selbst aufkommen musst. Eine Deckungssumme von mindestens 3 Millionen Euro ist angebracht. Auch wenn sich das erstmal nach viel Geld anhört, musst du bedenken, dass du auch für Folgekosten wie ärztliche Behandlungen aufkommen musst. Diese können schnell ins Unermessliche gehen. Nummer 2. Selbstbeteiligung. Die Selbstbeteiligung sollte so gering wie möglich sein, da diese im Schadensfall von dir bezahlt werden muss. Bei geringeren Schäden greift daher der Versicherungsschutz nicht. Wenn dein Hund beispielsweise Schuhe im Wert von 200 Euro zerkaut und du hast eine Selbstbeteiligung von 300 Euro vereinbart, musst du diese Kosten alleine tragen. Nummer 3. Schutz bei Fremdhütung. Wenn dein Hund mal von jemand anderem gehütet wird, egal ob Freunde oder professionelle Tiersitter, und dabei einem Dritten ein Schaden entsteht, sollte der Haftpflichtschutz ebenfalls greifen. Andernfalls musst du als Halter dafür haften und für den Schaden aufkommen. Nummer 4. Geltungsbereich. Gerade im Urlaub kann schnell ein Unglück passieren. Die Versicherung sollte daher nicht nur im In-, sondern auch im Ausland greifen. Und Nummer 5. Versicherbare Rassen. Nicht jede Versicherung bietet einen Haftpflichtschutz für alle Rassen an. Achte unbedingt auf eventuell höhere Beiträge oder gar Ausschlüsse des Versicherungsschutzes für bestimmte Hunderassen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Meinung zu diesem Thema in die Kommentare und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Hundevideo mehr verpasst.